Programm hier? Das ist das Programm, ja. Also was sind denn Ihre persönlichen Highlights? Oder muss ich sagen, das ist echt toll, dass wir das hier haben? Naja, also ich finde, das sind meine Highlights. Ich möchte jetzt gar nicht eine einzelne Geschichte herausstreichen. Ich habe zum Beispiel, mein Ding ist eben dieser Donnerstag, der Young Speakers Corner, wo eben Jugendliche über ihre Zukunft, ihre Visionen von der Zukunft sprechen sollen. Am Nachmittag haben wir dann versuchen wir dann die Migranten, die bei uns leben, hervorzuholen sozusagen und miteinander ins Gespräch zu bringen. Wir schauen einfach, welche Minderheiten leben im Ennstal. Wir haben es genannt, die verwandten Immigranten. Wir sind dann auch sehr gut im Gespräch und das auch schon in der Vorbereitung eingebaut mit dem hiesigen Imam aus Lietzen. Es machen verschiedene christliche Gruppierungen mit, es machen die Baha'i mit, also alle, die bei uns halt so zu finden sind, aber auch eben verschiedene Kulturen, ob das jetzt die Afghanen sind oder ob das die Bosnier sind, die Kroatischen oder die, also die Orthodoxen oder die Katholiken oder die Muslime. Also wir versuchen halt miteinander ins Gespräch zu kommen und es gibt dann auch ein gemeinsames Friedensgebet. Und sowas ist schon ganz gut, um eben einmal zu zeigen, auch dass das Ennstal zum Beispiel auch bunt ist. Ja? Weil die Frage, die in unserer Region gestellt worden, war ja, wer hat die richtige Religion? Ich meine, mit dieser Frage bin ich persönlich nicht sehr glücklich mit der Formulierung. Warum? Naja, weil das eigentlich schon seit Lessing, Gotthold Ephraim Lessing und seit der Aufklärung so nicht mehr gestellt werden kann eigentlich. Also ich arbeite zum Beispiel jetzt mit meinen Schülern gerade an dem Theaterstück Nathan der Weise. Ringparabel? Ja, genau. Und für mich ist die Frage irgendwie so seltsam, ja? Ja. Weil man die Frage ja auf der absoluten Ebene nicht beantworten kann, ja? Mhm. Weil wir ja Gott nicht in die Karten schauen können. Es kann jeder sagen, ja, ich bin von meiner Religion überzeugt und sie hilft mir, mit meinen Existenzfragen zurechtzukommen. Sie hilft mir, ein besserer Mensch zu sein. Sie hilft mir, mit anderen gut zu leben. Das ist ja auch die Botschaft von Nathan im Grunde. Ne? Da geht es auf, achte jedes Menschen Religion, deine aber lebe. Und tu Gutes, lebe Gott ergeben und dann passt das schon, ja. Aber versuch nicht, jemand anderen deine Religion aufs Auge zu drücken oder dich besser zu fühlen, ne? Nur weil du eben diese Religion hast und keine andere. Um das geht's nicht. Das ist ja das Spannende auch an dieser Frage, oder? Diese Religionen haben so viele Gemeinsamkeiten und trotzdem haben sie die schlimmsten Kriege und Auseinandersetzungen heraufbeschworen. Das ist das Skurrile dabei für mich. Ja, ist es eh. Also es ist ja immer dann, wenn sozusagen Religion eigentlich nichts anderes ist wie ein kollektives Super-Ego. Nicht? Also jetzt bin ich einmal wichtig, dann ist meine Familie wichtig und dann ist mein Land wichtig und dann noch meine Religion und die stehen dann über allen. Also das ist ja nur eine Projektion des Ego in das quasi Göttliche, ja. Und dann sagt man, meine Religion ist die richtige oder die beste oder und das andere ist blöd. Das geht ja so nicht. Aber wir haben ja Gott sei Dank solche tollen Theologen, er war ja auch Theologe, ne? Gotthold Ephraim Lessing, gehabt, die sich diese Frage gestellt haben und die eigentlich vor einem redlichen Bewusstsein und vor einem redlichen Intellekt ordentlich beantwortet haben. Nämlich so, dass man sie so nicht beantworten kann, sondern nur auf der Ebene der Praxis. Ja? Also wenn du so lebst, dass mehr Frieden, mehr Menschlichkeit, mehr ich sage mal, gutes Leben für alle möglich wird, dann ist die Religion hilfreich und richtig. Aber das zu beantworten auf einer absoluten Frage, das geht ja gar nicht. Also so auf deiner Theorieebene. Was wären denn die Merkmale einer richtigen Religion? Also eine, die richtig ist oder alles richtig macht? Was wären da so die Supermerkmale, Superkräfte dieser Religion? Naja, ich würde es mit Gotthold Ephraim Lessing halten. Ja?
Es eifre von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen. Es strebe von euch jeder seiner von Vorurteilen freien Liebe nach. Komme ihr mit innigster Ergebenheit in Gott und Wohltun zu Hilf. Dann wird sich über tausend Jahren an euren Kindeskindern zeigen, ob das die wahre Religion ist. Also ich habe es jetzt nicht ganz wörtlich richtig zitiert, sondern so einigermaßen, aber für mich ist das schon die Quintessenz. Also vielleicht noch persönlicher beantworten könnte ich diese Frage. Christus ist für mich sozusagen der Inbegriff des Menschseins, letztendlich auch. Wahrer Gott und wahrer Mensch und sozusagen das Role Model. Also wenn ich Christus sozusagen als Maßstab nehme für mein Leben, ich meine, das ist zwar ein sehr, sehr hoher Maßstab, aber wenn grundsätzlich Christus wahrer Mensch ist, dann kann ich auch davon ausgehen, dass wir uns in diese Richtung entwickeln können. Also ich sehe es so als evolutionäre Geschichte. Der Mensch entwickelt sich weiter, kann sich auch in einem spirituellen, geistigen Sinne weiterentwickeln, wie der Jesuit Dayade Chardin zum Beispiel gesagt hat. Ja. Wir streben auf das Offenbarwerden des kosmischen Christus zu. Und was heißt das? Das heißt, dass möglichst viele Menschen Christus ähnlich werden und versuchen, das, was seine Botschaft ist und was wir von ihm lernen können, in ihrem Leben umzusetzen. Das wird wahrscheinlich immer nur ein Bruchstück sein, aber das Bild, das da mir einfällt, ist ja, dass ein Haupt und viele Glieder, wenn jeder sozusagen seinen Teil beiträgt, können wir gemeinsam Christus darstellen. Ist es die richtige Frage für die Region eigentlich? Ich habe mir gedacht, so hier, eure Fremden sind Menschen, die Skier anschnallen und gern Knödel auf der Hütte essen. So ist es, ja. Ich weiß nicht, also wir wurden ja nicht gefragt. Ja? Ah, okay. Also ich glaube, das kommt daher, weil wir ja traditionell zwar keinen Religionskrieg hier haben, sondern einen Also wir hatten ja wir haben ja eine sehr lange Geschichte von sehr konflikthaften Auseinandersetzungen zwischen evangelischen und katholischen Christen. Mhm. Wir haben ja hier eben das Rückzugsgebiet der Protestanten in Zeiten der Gegenreformation. Wir hatten hier einige Jahrhunderte Geheimprotestantismus. Und also die Region ist schon sehr konfliktreich in Richtung, aber auf eine innerchristliche Auseinandersetzung. Eigentlich gar nicht im Hinblick auf religiösen Pluralismus, weil den haben wir hier kaum. Ja. Ich meine, Muslime werden jetzt mehr, sind auch wahrnehmbar. Wir haben, wie gesagt, einen Imam, der aus Bosnien stammt, in Liezen, mit dem wir sehr gut im Gespräch sind. Auch ich persönlich habe schon mehrere Veranstaltungen mit ihm gemacht. Ich habe ihn auch schon in meinen Religionsunterricht eingeladen. Wir haben die Sikhs hier, eine sehr kleine Gruppe, die auch, also seit eben diese Flüchtlinge aus Afghanistan kommen, die auch Sikhs sind, haben ja eben auch das zum Thema gemacht. Also da sind wir eh immer dran gewesen, auch mein Mann und ich, der auch Religionswissenschaftler ist. Aber so ein Riesending haben wir da nicht mit religiöser Auseinandersetzung hier in der Region. Abschließende Frage, was wünschen Sie der Diözese zum Geburtstag? 800. Naja, 808 ist ja eigentlich so eine, ist ja schon wieder, so eine Zahl der Unendlichkeit. Ich wünsche der Diözese, dass sie die Unendlichkeit noch mehr in den Blick nimmt, dass wir, wozu wir eigentlich geschaffen sind, nämlich eben Kinder, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Also die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes, steht im Römerbrief. Und wenn es möglichst viele Menschen ermutigt werden, sich selbst als Söhne und Töchter wahrzunehmen und das auch zu leben und sich ihres quasi göttlichen Ursprungs bewusst zu werden und Christus nachfolgen und Christus versuchen zu repräsentieren in dieser Welt. Oder was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann kann sich da viel verändern, dann kann sich die Welt verändern. Mhm. Aber ich glaube, wir sollen
glaube ich, nicht zu klein von uns denken. Also es ist ja so ein schmaler Grat zwischen Überheblichkeit und nicht lernen wollen und aber von sich selber auch wieder dann zu klein zu denken, ja? Und zu sagen, ja, der Mensch ist halt so und er wird nicht besser. Ich glaube, dass der Mensch sehr wohl sich entwickelt, dass die Krise, die wir jetzt erleben, auch eine Geburt sein kann. In so einer nächsten Phase der Menschheit, wo wir friedvoller und schöner miteinander leben als oft bisher, oder? Dankeschön.